Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Devil in Me. Weiterhin hier dabei, den Strom wieder einzuschalten. Hier oben waren wir, hier ist auch nichts. Wir müssen uns den Raum unten nochmal angucken. Wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen. Was da hinten in der Ecke war, nichts. Was haben wir hier? Das ist das, was wir gelesen hatten. Das rechts. Das hier. 0451. Zulassung für Notfalldienstleistungen. Ich bestätige hiermit, dass ich die nötige Zulassung zur Bestellung der oben aufgelisteten Sicherheitstechnologie habe und der Verkäufer von jeglicher Haftung für die Folgen der Installation oder Nutzung der Technologie befreit ist. Unterschrift Ned York. York. 0451. Ich gehe davon aus, dass es jetzt das ist. So. 0. 4. 5. 1. Na, geht doch. Schalte den Strom Gott wieder ein. Gott sei Dank! Etwas aus diesem Jahrhundert! Das hier. Das hier. Ja. Oh. Ja, ehrlich gesagt mache ich mir ziemlich Sorgen um Erin. Die da immer noch eingesperrt ist. Das ist nicht so doll. Achtung! Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen. Oh oh. Ab 22 Uhr Ortszeit ist mit hohen Windstärken und Starkregen zu rechnen. Wiederhole! Dies ist eine schwere Sturmwarnung für das Gebiet der großen Seen. Ab 22 Uhr Ortszeit ist mit hohen Windstärken und Starkregen zu rechnen. Wiederhole! Nicht so gut. Das Teil können wir uns ja eh nicht anhören, weil da fehlt wahrscheinlich ein Tape oder Batterien. Ich gehe von Tape aus. Aber den Knopf können wir jetzt hier drücken. Das erinnert mich an Bioshock Infinite, da gab es auch diese Gruppe da, die genauso ausschauen wie die. Sehr cringes. Aha. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir dieses Tape in den kleinen Dinger reinböllern können. Oh. Verdammt! Bin ich erschrocken, Bitch. Na, gucken wir mal. Jalla. Um meine eigene kleine Burg zu bauen. Genauso wie Holmes. Die meisten wie ich machen ihre Geschäfte dort, wo ihr Ziel lebt. Die wollen wohl gefasst werden. Holmes' Idee war genial. Man muss mit Honig eine Falle gehen. Haben Sie was zum Rauchen mitgebracht? Haben Sie? Lucky Reds? Ja! Und die sind wie Gold hier drin. Scheiße, ist das Gold. Also ja. Ein Honigtopf. Holmes hat ein Hotel gebaut. In der Nähe der Weltausstellung. Und nannte es das World's Fair Hotel. Und hat in Zeitungen neben Werbungen für die Ausstellung annonciert. Natürlich nahmen dann alle an, es wäre das offizielle Hotel. Ma und paar Kettle kommen mit dem Zug aus Nebraska. Sie reisten 3 Tage
Sie sind müde und wollen sich ausruhen, begeben sich auf ihr Zimmer und hoppla, wer hätte das gedacht? Holmes hatte eine Gasleitung, sie ist unterm Bett, vergiftet sie oder er öffnet eine Falte. Das hatten wir alles am Anfang. Vielleicht trennt er sie und eine Person muss durch ein Fenster zusehen, während er den Hals der anderen aufschlitzt. Das ist der Vorteil eines Honigtopfs. Es gibt immer genug Ziele. Darum sind es all die Häuser nördlich des Flughafens geworden. Die ganze Nachbarschaft sollte abgerissen werden. Und doch, all die Damen in den Maklerbüros haben das wohl nicht mitgekriegt. Ich rufe sie an als Bauherr. Sage, ich sei stinkwütend. Sie müssen sich dort mit mir treffen. Und sieh mal an, außer uns meilenweit keine Menschenseele. Anfangs habe ich noch gewartet, bis ein Flugzeug drüber flog, um die Schreie zu übertönen. Aber nach einer Weile fiel mir auf, sie konnten so laut schreien, wie sie wollten. Niemand würde sie hören. Schöne Erinnerung, diese Schreie. Versuchen Sie ruhig zu verstehen, warum ich so bin. Setzen Sie ruhig Ihre forensische Wissenschaft ein. Aber sie werden es nie wissen. Sie werden es nie wissen, Monday. Sie werden nie wissen, wie sich das anfühlt. Zuzusehen, wie in jemandem das Licht erlischt. Das ist auf jeden Fall, was wir am Anfang gesehen haben. Das waren wahrscheinlich dann die anderen Möglichkeiten, was noch passieren hätte können, wenn wir uns anders entschieden hätten. Wie sieht's aus, Jamie? Ein paar Elektrikprobleme, aber können gleich losgehen. Ja. Sieht gut aus. Genau wie Gaslicht. Mit einer Halterung und Folie könnte ich einen Flackereffekt hinkriegen. Das reicht schon so. Bisschen was ist noch zu tun, wenn Kate da ist. Dauert aber nur ein paar Minuten. Hey, danke für dein Loblied beim Essen. War nett, das zu hören. Wir sitzen alle im selben Boot. Manchmal vergessen wir das. Was zur Hölle? Aaron. Hey. Wir spielen auch hey. Sie wieder. Hey, Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ich kann nicht sehen! Leute, bitte! Aaron? Asthmaanfall, der wird jetzt nicht gut. Holt mich hier raus! Ich kann nicht sehen! Die Tür klemmt! Brecht sie auf! Sie rührt sich nicht! Ja, das nicht. Ich brauche meinen Inhalator. Wir haben Asthmaanfall. Wie ist deine Zimmernummer? Ich! Schnell! Karin, wo ist Ihr Zimmer? Eben, Mann. Den langen Flur da runter. Karin, ich hol ihn. Versuch ganz langsam zu atmen. Wir sind hier, Karin. Bleib ganz ruhig, okay? Still die Atmung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, aus. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Das ist Markus, nicht gut. Oh, Scheiße. Wer ist da? Game over. Leute, hier ist jemand bei mir. Oh Gott! Oh.
Oh, warte mal, warte mal. Der tötet uns mit unseren Teilen, ne? Deswegen sehen wir auch die Spitze gerade nochmal. Dann sollten wir eventuell nicht angreifen, oder? Boah, ich weiß es nicht. Es ist wieder eine 50-50-Sache. Bei beiden könnten wir sterben. Aber ich glaube, ich werde nicht angreifen, wenn wir uns kontern und umbringen. Ja, dann jetzt schicken. Aaron hatte den Inhalator von dem maskierten Mann genommen. Audionei. Okay. Ganz ruhig. Ein und aus. Also wie lang können die auch bitte für diese Türe brauchen, ganz ehrlich? Ihr seid doch wirklich das allerletzte, alles okay. Leute. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Aaron, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht... Es ist nichts passiert, Aaron. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle. Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Es ist wieder so typisch, dass die natürlich nichts wieder glauben. Es ist immer derselbe Käse. Ah. Da sind sie ja. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur. Und das kann sehr frustrierend sein. Was zur Hölle ist der Kurator? Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur. Sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft. Ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir angegriffen, wäre sie gestorben. Es war sehr knapp. Lasst uns alle mal tief durchatmen und nicht den Kopf verlieren. Nein, Charles. Es reicht. Diese Sache war von Anfang an seltsam und jetzt haben wir Angst. Ach, ruhig Blut. Ich mein's ernst. Alles hier ist falsch. Ich geb's ungern zu, aber Kate hat recht. Jemand wollte Aaron angreifen. Wir wissen nicht, ob das wirklich passiert ist. Ich hab ihn gesehen. Im Dunkeln? Meinst du, ich denk mir das aus? Beruhigt euch, okay? Ich muss mal kurz nachdenken. Ja, na klar doch. Und er tritt von der Bühne, unser ach so sicherer Anführer. Was war das? Charlie denkt nach und sieht dabei aus wie ein trotziges Kind. Vielleicht hat er recht. Ohne diese Folge sind wir alle erledigt. Machst du Witze? Was? Ich meine doch nur... Seit Jahren warte ich darauf, dass du mal irgendwas entscheidest. Irgendwas. Und jetzt sowas? Gerade jetzt zeigst du plötzlich Rückgrat? Sorry, mag verrückt sein. Aber wenn Aaron sagt, da war jemand, dann glaube ich ihr. Wir sind hier nicht sicher. Es war nur eine Puppe. Du denkst, ich lüge? Echt jetzt? Naja, vielleicht weißt du nur nicht, was du im Dunkeln gesehen hast. Und ob ich das weiß? Gut. Hier ist der Plan. Wir haben schon einen Plan. Wir verschwinden. Jetzt hör mal. Oh. Wir sollten nicht vorschnell urteilen. Ich werde Dumet suchen und dann alles aufklären. Es wird alles wieder gut, okay? Und wir bekommen unsere Aufnahmen.
Er war nicht beim Essen. Wieso glaubst du, du findest ihn jetzt? Ich denke gern positiv. Solltest du auch mal versuchen. Bravo, Charles. Du konntest dich echt gut selbst täuschen. Demet ist weg. Das habe ich gesehen. Vielleicht ist er wieder da. Vielleicht auch nicht. Würde es dich umbringen, nur einmal positiv zu denken? Auf einer Liste von Charlies Ideen ist es nicht die schlimmste, die er hatte. Ist nicht mal die schlimmste, die ich heute Abend hatte. Halt dich zurück mit dem Selbstlob. Deine Prioritäten sind trotzdem beschissen. Von mir aus. Ich gehe. Ich komme mit dir. Warte. Musst du gehen? Wir sind gleich zurück. Versprochen. Bleib einfach, wo du bist, damit ich dich finde, okay? Mir ist egal, was er sagt. Mir reicht's. Ich packe meine Sachen. Kate! Ich verschwinde, Mark. Kommst du jetzt oder nicht? Aaron hat jemanden gesehen. Okay, hast recht. Sorry, Charlie hat gesagt... Wir sind hier nicht sicher. Das ist wichtiger als ein scheiß Job. Hast recht. Gehen wir, Aaron. Alles wird wieder gut. Warte hier. Kannst du nicht hierbleiben, während ich mein Zeug packe? Ja, lass es halt alleine. Ich will keine Zeit vergeuden. Richtig. Ich bin gleich um die Ecke. Machen wir schnell. Wir kommen zurück. Versprochen. Nein, nicht... Sorry, ich... Dreh noch durch. Könntet ihr sie auflassen, damit ihr mich hören könnt? Natürlich. Okay, du Genie. Wo suchen wir zuerst nach Dumet? Ich suche nicht nach Dumet. Ich check Einstellungen. Falls er mir dabei über den Weg läuft, super. Alter, dir ist echt alles egal, oder? Natürlich nicht. Sag das Kate. Du weißt genauso gut wie ich. Wenn wir aufbauen und eine Kamera läuft, will sie davor stehen. Ach, Arschloch. Dann musst du mal hin. Fuck. Was ist hier passiert? Ich... Keine Ahnung. Der fucking Ding ist auch schon wieder aus, der Strom. Oh. Alter, was ist denn das? Ein Haken, ne? Ja. Aua. Da ist zu, da kommen wir nicht raus. Bleiben ja nur diese zwei Räume hier. Ich frag mich, ob dieser Hausmeister. Da waren wir ja auch schon. Das ist blöd. Visitenkarte. Was? Was zur... Welcome. Sieht ziemlich alt aus. Mr. Hector Monday, 10. August 1992. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Bryce, Geschäftsführerin. Oh, eine weitere Visitenkarte. Hey, ich habe die Metz Visitenkarte gefunden. Visitenkarte gefunden, 2 von 5, ne? Ja. Das ist das. Ja. Das ist denen ihr Tape, was die hier vorhatten. Was die hier labern wollen in dem Film. Oh. Jamie,
Hier drüben. Okay. Ja, lauf halt schön hoch, ja. Verdammt, ich dreh durch. Das ist nur Blut. Nur Blut? Machst du Witze? Du ziehst voreilige Schlüsse. Wir wissen nur, dass irgendwas hier langgeschleppt wurde und geblutet hat. Und das ist für dich kein Grund zur Sorge? Tja, es ist etwas schräg. Schräg? Was willst du von mir? Der will mich verarschen. Wahrscheinlich hat Hümet oder der Hausmeister einfach irgendein totes Tier von draußen reingezerrt. Vielleicht unser Abendessen. Digga, der Typ ist so lost, der Charlie. Ich hätte mal die ganzen Leute hier genommen und einfach willkommen weg. Willkommen zusammen zu unserem Unterhaltungsprogramm. Oh, was zur Hölle? Präsentiert von Grantham Dumet. Dumet? Was? Also ist er nicht weg. Scheiße. Auf dem FBI. Ich lernte Agent Monday am 12. Oktober 1997 am Flughafen O'Hare kennen. Ich hatte den Auftrag, ihn dort abzuholen. Ich war ihm schon bei einem Vortrag über kriminelle Verhaltensmuster begegnet, der einige Wochen zuvor hier in Chicago stattfand, aber sicher hat er sich nicht an mich erinnert. Ich war ziemlich nervös, unerfahren wie ich war. Ich hatte gerade erst meine Ausbildung beendet und jetzt sollte ich für diesen berühmten Profiler den Chauffeur spielen, der gerade den Fall in Arkansas gelöst hatte. Sämtliche Zeitungen waren voll davon. Mein erster Eindruck war, dass er... Und das wird noch fortgeführt. Ein Oboloi. Wundervoll. The fuck?